Ein Tag, an dem du nichts gelernt hast, mein Junge, das hat mein Vater mich schon sehr früh gelehrt, das ist ein verlorener Tag. Ich habe es nicht nur beherzigt mein ganzes Leben lang, ich habe es auch bestätigt gefunden. Und ich muss sagen, ganz so viele verlorene Tage gab es nicht in meinem Leben. Am vorigen Samstag, am 9. Dezember, habe ich in Köln eine Menge gelernt. Da haben wir uns mit 2 Dutzend Mutbürgern vor dem Hauptportal des Kölner Doms getroffen, um von dort aus zum nahen Weihnachtsmarkt zu gehen. Wir hatten unsere gelben Westen an und es dauerte keine 10 Minuten, dann erschien die Polizei. 4, 5 junge Polizistinnen, Jupos sag ich dazu, die uns dann einkesselten. Dieses sei eine polizeiliche Maßnahme. Sie forderten von uns Personaldokumente. Das haben die allermeisten verweigert und zunächst einmal nach einer Rechtsgrundlage gefragt. Ihr erinnert euch, Gunni hat dazu schon einen Aufsager gemacht. Es gab eine ganze Weile hin und her. Die telefonierten respektive funkten also ständig mit ihrer Leitstelle und es wurde klar, dass wir schon länger nicht mehr unter dem Radar fliegen, hatte ich vermutet. Hinterher stellte sich raus, dass unserer Oberhausener Gruppe schon Polizisten gefolgt waren durch den Kölner Hauptbahnhof. Naja, so weit so schlecht, das ging eine Weile hin und her im Nieselregen. Irgendwann hat sich dann eine von uns bequemt und hat gesagt, na bitte sehr, habt ihr meinen Personalausweis, vorher gibt er ja sowieso keine Ruhe. War auch so. Und dann, bitteschön, durften wir gehen, nachdem das alles überprüft war, aber ohne unsere gelben Westen. Die mussten wir ausziehen. Wir sind dann zum Weihnachtsmarkt rüber, ich habe meine gelbe Weste wieder angezogen, aber das half alles nichts. Der ursprüngliche Plan, dort mit anderen, mit Passanten, mit Bürgern, die vielleicht noch nicht ganz so mutig sind wie wir, ins Gespräch zu kommen, der ist nicht aufgegangen. Das war eine Fehlplanung, insofern, als dass es da unglaublich dicht gedrängt war. Wir hatten also große Mühe, überhaupt an unseren Glühwein zu kommen. Dennoch bin ich nicht unzufrieden mit der Aktion. Also zum einen haben wir viel inneren Zusammenhalt bekommen. Wir sind auch danach noch eingekehrt und haben uns kennengelernt. Waren ja eine Menge Neuer dabei, wie ich hoffe, möglichst auch morgen am Samstag, den 16. Da machen wir das Ganze nämlich ähnlich. Aber dazu komme ich gleich. Also, wir hatten inneren Zusammenhalt. Wir haben auch eine Menge Aufmerksamkeit nach außen erzeugt. Denn die allermeisten wissen nicht, dass man eine gelbe Weste nicht anziehen darf mit mehr als 2 oder 3 Menschen, dann ist es eine Uniform. Seltsamerweise trifft das nicht zu, wenn Fußballfans zum Kölner FC oder zur Hertha BSC oder zu Bayern München gehen, die können kostümiert sein, wie auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Also es scheint die Absicht zu sein dahinter. Dann noch eine Geschichte, die ich gelernt habe. Also einer von uns ist mit den ansonsten sehr freundlichen, sehr umgänglichen und ich möchte sagen hilflosen jungen Polizistinnen ins Gespräch gekommen und gesagt, begreift doch mal, denkt doch mal nach, wir sind auf eurer Seite. Und wenn ihr nachher da hinten was auf die Mütze kriegt von irgendwelchen islamistischen Extremisten oder von links, von rechts, spielt gar keine Rolle, dann helfen wir euch, dann hauen wir euch raus. Er ist eine ganz imposante Figur, also insofern war das durchaus glaubwürdig. So, was haben wir daraus gelernt? Wir haben daraus gelernt, wir werden es anders machen am kommenden Samstag, auch wieder in Köln. Und dafür haben wir eine Versammlung angemeldet, nicht genehmigen lassen. Das ist auch ein wichtiger Unterschied. Niemand in Deutschland muss sich eine Versammlung genehmigen lassen. Versammlung wird so definiert, mehr als 2 Personen stehen zusammen, was natürlich eine irrwitzige Grauzone ist. Was ist, wenn eine Familie über den Weihnachtsmarkt geht oder durch die Einkaufsstraße? Also so richtig schlüssig ist das Ganze nicht. Rechtslage aber jedenfalls müssen wir anmelden. Habe ich gemacht bei einer sehr netten Regierungsrätin, das ist eine eigene Abteilung in Köln, scheint also richtig gut schon zu funktionieren und eingeübt zu sein. Wir haben jetzt also angemeldet. Wir treffen uns, Versammlungsbeginn, 15 Uhr am Felix-Rexhausen-Platz in Köln und das ist hinter dem Hauptbahnhof. Ursprünglich, wenn du aus dem Hauptbahnhof rauskommst, nach hinten, das ist erstmal der Breslauer Platz, 100 Meter weiter nach links.
dann, also vom Rhein weg, dann ist das der Felix-Rexhausen-Platz. Und da dürfen wir eine halbe Stunde vorher aufbauen. Im Übrigen habe ich Schilder in Auftrag gegeben und ich habe versucht, einen Bollerwagen zu bekommen. Gar nicht so einfach. Ich hoffe, das klappt noch, damit wir den ganzen Sumpf da nicht schleppen müssen. Also gelbe Westen, Hoodies, falls die einer haben möchte oder ähnliches mehr. Das muss alles noch organisiert werden. Dann werde ich mich da auf eine Kiste stellen und mit Hilfe eines Megafons, das hat meine Tochter noch im... Hallo, hallo. Hat sie noch im Fundus. Vielleicht müsste ich aber auch noch ein etwas wuchtigeres Teil beschaffen. Auf eine Kiste stellen, das kenne ich noch aus London. Da habe ich mal eine Weile gewohnt. Also Speaker's Corner am Hyde Park. Ja, und dann werde ich erzählen, nicht nur wer wir sind, sondern auch was wir wollen. Das können ja noch nicht alle wissen. Und danach, halbe Stunde später, Viertelstunde später, marschieren wir dann über den Eigelstein. Eigelstein ist eine Fahrradstraße mittlerweile, das passt ja auch ganz gut. Und an dem Platz, an der Eigelstein-Torburg, auf den Ebertplatz zu. Das dürfen wir alles Richtung Agneskirche. Das ist die Neusser Straße, die ist ziemlich stark befahren. Aber da werden uns ein, zwei Motorradpolizisten den Weg freimachen. Auch sehr erstaunlich. Soll uns aber auf die Art und Weise deutlich mehr recht sein. Ich wohne ja gar nicht weit weg. Ich weiß also, dass dort jeden Samstag, manchmal auch zwischendurch, viele, viele Demonstrationen stattfinden von Kurden, von Türken, von Islamisten sollte ich wohl besser nicht sagen, das ist wahrscheinlich nicht gestattet, aber von Palästinensern beispielsweise und so weiter, die dort skandierend die Straße lang marschieren und vorne und hinten ein Motorradpolizist, der ihnen den Weg frei macht. Also bei uns wird das ganz ähnlich ablaufen, wenn auch mit einer anderen Absicht. Denn wir sind ja mutige Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, wir sind rechtschaffen, liberal, konservativ, und das möchten wir auch zum Ausdruck bringen. Ich habe ein paar Slogans entworfen, warum muss man ja auch alles haben. Warte mal, also zum Beispiel hier, nicht links, nichts rechts, nur ganz normal. Wir haben Wut, wir haben Mut, gemeinsam sind wir viele, gemeinsam sind wir stark. Naja, und dann noch sowas wie gelb, grün, rot, Heimat in Not. Kein Geld in alle Welt. Naja, ihr wisst ja, wer uns schon etwas länger kennt, der kennt zumindest die Ausrichtung, der weiß, dass wir gegen Genderei, gegen Wokeness und ähnliches, ähnlichen Firlefanz angehen, in der Hoffnung, dass sich da wirklich eine Trendwende abzeichnet. Ich bin da nicht hoffnungslos. Also mir scheint, da tut sich einiges. Und das liegt daran, weil viele von euch jetzt aufwachen. So wie auch ich vor einem Jahr, vor anderthalb aufgewacht bin. Ich habe mir nicht vorstellen können, was in diesem Lande schon möglich ist. Also der Ratschlag, wehret den Anfängen, das zieht nicht mehr. Wir haben es nicht mehr 5 vor 12, wir haben schon 12:30. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich mit Menschen aus meinem Umfeld über Politik und über Gesellschaft spreche, dass sie bass erstaunt sind, was ich ihnen da sagen kann. Beispielsweise, dass einer von uns, der zum Opfer eines Diebstahls wurde im Münchner Polizeipräsidium, dann nun plötzlich in der Täter-Opfer-Umkehr, anders müsste man es, glaube ich, sagen, Opfer-Täter-Umkehr, von den Polizisten nach einem Blick in deren Rechner ganz übel behandelt wurde. Also so, dass er die Nacht in der Zelle verbringen musste und dass man ihm gesagt hat, also wir haben ein Auge auf Sie und geben Sie mal Ihr Handy her, das ist beschlagnahmt und so weiter. Eine von mehreren Geschichten. Eine andere, da stand ein halbes SEK vor der Tür, hat also morgens die Tür eingerammt, war in Schleswig-Holstein. Was hatte der Mann gemacht? Er hatte mit einer Journalistin in Stuttgart korrespondiert, die oppositionell ist. Ja, nichts anderes ist da passiert, also Hunde rumgeschnüffelt, Staatsschutztante hat ihm also gesagt, nicht nochmal und so weiter. Also wüste Stories bei Gelegenheit, und vielleicht am Samstag kann ich darüber mehr erzählen. Ich komme mal zurück zu dem Punkt, wenn ich darüber beispielsweise mit einem Steuerberater, mit dem ich sehr gut befreundet bin und das schon seit vielen Jahrzehnten, wenn ich ihm diese Geschichten erzähle, dann guckt er mich an wie ein Auto. Dann sagt er,
Ist das wirklich so? Ja, ich sage, du kennst mich doch nun lang genug, um meinem Wort glauben zu können. Ich habe die Geschichten bei uns in der Gemeinde. Mach dir doch endlich mal Sorgen. Ja, hast du eigentlich recht? Das reicht nicht. Also mal eben drüber nachzudenken, anzudenken, was dahinter stecken könnte, das reicht nicht. Wir müssen wach werden und wir müssen was tun. Aktion muss passieren. Das geht sonst wirklich heftig den Bach runter. Ihr merkt es ja schon in der Wirtschaft, immer mehr Wirtschaftspleiten. Die Inflation, es wird wahnsinnig viel teurer und das ist kein Ende der Fahnenstange. Das wird noch weitergehen im nächsten Jahr. Und dann vielleicht, wenn es richtig, richtig weh tut, dann hoffe ich doch darauf, dass noch mehr aufwachen. Aber dann ist es zwar nicht zu spät, es ist nie zu spät, nur dann ist es später. Und nochmal, ich habe auch wirklich viele Jahre geträumt, kann man das sagen? Nein, ich war einfach zu gutgläubig. Ich habe nicht sehen wollen, was sich da anbahnt. Und so, das ist auch interessant, diejenigen, die in Ostdeutschland sozialisiert wurden, unter DDR-Verhältnissen, die sind da deutlich wacher, deutlich sensibler bei diesen Anzeichen, die sie mitbekommen. Natürlich, wir sind nicht Nordkorea. Klammer auf, wir sind es hoffentlich noch nicht. Aber es reicht mir schon, was ich hier sehe an Repression, an Einschüchterung und an dem, was seitens der Ampelhampel, seitens des Regimes in Berlin da versucht wird. Die Corona-Nummer, das war ja wohl nichts anderes als ein Testlauf. Und ihr erinnert euch noch an die Bilder, wo harmlosen älteren Damen mit dem Gummiknüppel übergezogen wurde oder eine Reiterstaffel hinter Jugendlichen herjagt. Diese absurde Nummer, dass man sich beispielsweise am Düsseldorfer Rheinufer nicht mehr aufhalten durfte. Man durfte nicht stehen bleiben, sondern musste da lang wandern. Ja, und das Ganze unter Polizeibeobachtung. Überhaupt, die Polizei, machen wir uns doch mal nichts vor. Das hat in der deutschen Geschichte ganz ähnlich mal angefangen. Also ohne die Hilfe von Geheimer Staatspolizei, Gestapo hieß das in der Abkürzung, und ohne die Hilfe von Blockwarten wäre das ganze System so nicht möglich gewesen. Das hat Herr Hitler nicht alleine verbrochen. Also der hatte ungezählte Helfer, die diesem Regime gefolgt sind. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Und deshalb wäre es mir sehr wichtig, dass möglichst viele von euch am Samstag 15 Uhr auf den Felix-Rexhausen-Platz in Köln kommen, mit uns gemeinsam zeigen, wir sind wach, mit uns könnt ihr das so nicht machen. Wir werden dafür sorgen, dass da dieser Spuk ein Ende hat. So, und jetzt habe ich auch ein Ende. Wir sehen uns hoffentlich morgen. In diesem Sinne, gemeinsam sind wir viele.